Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 19. Wir sind die an meiner Seite. Der sogenannte andere. Der großartige Starkiller. Und wir waren ganz kreativ. Ja, wir Helden der Arcade-Szene machen wir einfach eine Arcade-Woche. Das heißt, 10 Titel von 1980 bis, richtig? 1989. Yeah! Außer, genau, außer der Sebastian, der schreibt drin, das wäre ja noch 1990. Nein! So, und das ist, wir starten mit Phoenix. Ist übrigens für FMAP. Ja, aber ein gar nicht mal so schlechtes Schmapp. Nee, also für 1980 glaube ich, ich würde sogar sagen fast, ja, ne, das Beste vom Besten, also. Genau. Geile Grafik, ein, ich sag mal, origineller Sound. Und um den Witz aus der Probeaufnahme zu bringen, die er ja nicht veröffentlichen wollte, klingt irgendwie wie Bika beim Heulen. Aua! Ich war übrigens bei der Probe besser. Ja, das stimmt. Bei der Probe ist auf Anhieb auf Level 39 gekommen. Richtig. In diesem nur 5 Minuten aufnehmen. Genau. Wir nehmen ein Viertelstunden-Video in 5 Minuten auf. Wir spielen das in vierfache Geschwindigkeit. Also sicher werden die meisten das Ding höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich vom Arcade kennen, weil da habe ich es auch nie gesehen. Und da ich ja schon eine Menge fabriziert habe. Weg. Arcades sind hervorragend, um dabei live zu kommentieren übrigens. Mhm. Ganz Schmaps. Ja. Besonders solche ganz easygoing. Hau ab! Zum Frieden! Das ist so wie die Tauben hier in München. Genau derselbe Scheiß. Hau ab, hau ab! Ach, war's knapp. Boah, knapp. So, jetzt kommen nämlich eigentlich die Viecher, die ich euch zeigen wollte. Mhm. Wo das Spiel eigentlich seinen Namen mehr hat. Nimm mir hier The Phoenixe. Das sind übrigens nicht die, die aus der Asche gekommen sind. Nee, und auch nicht die von Demon Attack. Nicht wirklich. Die sehen anders aus. Ah, passt. Schön. Ah, schön. Nein, aber ihr werdet das Game höchstwahrscheinlich nicht von den Arcades kennen. Also sei denn, ihr seid da eine der total Auserwählten. Und da ich auf der Retro-Börse ja nie die Arcade-Automaten kriegen werde, kleiner Hinweis, wird das wahrscheinlich... nie eine Chance sein, dass man das wirklich live zockt. Ihr kennt höchstwahrscheinlich die hervorragende Atari-Version. So, wer jetzt irgendwie an Demon Attack denkt, denkt nicht ganz so falsch. Ja, die Grundidee ist, glaube ich, vorhanden, ne? War Demon Attack denn ein böser Quelle-Klon? Jetzt bist du dran. Demon Attack war garantiert kein böser Quelle-Klon. Ich kann auch sagen, warum. Frag mal, warum? Warum? Weil es gut war. Boah. Alter, geh weg. Übrigens, yes. Jawohl, nur so nebenbei, die Schüsse prallen ab und fliegen wieder zurück, gell? Nur aufpassen. Ach, das kann doch jeder. Wir haben uns auch immer schön klassische Musik hier übrigens. Mhm. Na, hier, komm, wer erkennt es noch für Elysée, huh? Unter anderem? Ja. Du Release. Ich lasse jetzt mal ein paar Leute hier, die Komponisten. Da kommt bestimmt gleich irgendwie Haftbefehl oder so. Mhm. Ja, ist nicht ganz richtig. Genau, Uncle Cracker und so weiter. Boah, den gibt's noch? Oh Gott. Keine Ahnung, aber der ist mir gerade eingefallen. Gott. Die Zeit der Pop-One-Hit-Wonder. Mhm. Ah, weg. Ja. Gut, wir könnten jetzt anfangen, natürlich sämtliche Namen hier zu nennen. Eagle Eye Sherry zum Beispiel. Oh, jetzt auch schon, ist auch schon ein paar Monde her, ne? Oh ja, und auch vollkommen zu Recht, dass das weg ist. Gut, ich fand ihn besser als seine Schwester. Gut, das ist auch nicht unbedingt eine Leistung. Stimmt auch wieder. Uah, ist da unfair. Ja, jetzt geht's hier ab, ne? Ist unfair. Wieso unfair? Ist doch schreibt eins jetzt eins. Was ist denn da unfair? In den Hashtag ungefähr. Ach nee, das war was anderes. Schreibt den Hashtag circa. Oder wir haben ja jetzt noch einen Hashtag, das müssen wir sagen. YouTube Gaming. Das wäre auch benutzen. Praktisch, gut zu wissen. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, wo wir das ja aufnehmen, ist die E3 noch nicht gelaufen. Wir nehmen das am Wochenende vor der E3 auf. Mhm. Oh, kommt mir aber ziemlich nahe, ihr Freunde. Sind das Kamikaze-Geier? Die sind einfach nicht mehr scheu. Meinst du, die sind schon vom Menschen so im Zoo
Uah, ist aber nicht ganz so langsam. Das könnte dann eines der wenigen Spiele sein von 1980, wo sich 60 Frames auch richtig lohnen. Das ist ja richtig, Oh, jetzt komm. Und hier, alle platt machen. Boah, guck mir noch besser noch näher. Hause, weg hier. Das ist ja unfair. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe heute. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber solche Spiele aus den 80ern sind immer unfair. Ist das die Arcade-Härte? So in etwa. Die 8-Bit-80er Arcade-Härte. Übrigens hier nochmal für die Leute, die gerne ja mal auch wie... Sag mal, du Arschloch, lässt du mich wohl hier was Anständiges machen? Gut, weil ich jetzt... Hier, dieser Fritze, der mich jetzt erschossen hat. Merkt euch den? Wegen dem sage ich das, was ich sagen will, jetzt erst im nächsten Video. Hä? Das ist schlecht. Nur damit ihr mal wisst hier, so läuft der Hase. Hoppel, hoppel, hoppel. Genau. Und ich ziehe den an den Löffeln, bis es blutet. Apropos, bis es blutet. Ich erwarte jetzt, dass ihr jetzt hier eure Daumen kaputt macht und uns so lange abonniert und hochvotet, dass euch im wahrsten des Wortes die Gliedmaßen rot färben. Wehe nicht, ich will Bilder. Bei unserer Instagram-Gruppe. Nein, wir sehen uns dann in Jahr 81 wieder, überraschenderweise. Ich garantiere dir, irgendeiner schreibt dir, ey, sind doch im Jahr 2015. Klatsch. Dann wieder mit dem großartigen Starkiller und... Und seinem DeLorean? Das war 84. Ist egal. Aber 2015 gibt's den Wagen noch. Da können wir wunderbar nach 80, aber vergiss es. In welches Jahr sind die gesprochen? War das 2014? Auf jeden Fall haben, im zweiten Film? Auf jeden Fall haben wir das den Zeitraum des zweiten Films erreicht übrigens. Das nur so ist tatsächlich so. Ja, den haben wir überschritten. Ja. Und ich habe immer noch kein Hoverboard von Mattel. Nicht nur das, ich habe immer noch keine Jacke, die sich selbst trocknet. Aber wir kennen Biff. Ja, und das gleich dreifach. Ja, dann abonnieren, ihr habt was zu tun. Ich will Kommentare, ich will tolle Sachen. Schlagt mal Arcades vor, die man mal zeigen darf. Das ist ja in dieser kleinen Reihe jetzt nur ein kleiner... Eine Prise auf einem Stracciatella-Eis. Da gibt's ja viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Schattierungen. Und ich habe auch vor, mal wieder ein paar Sachen wieder komplett zu zeigen. Da seid mal gespannt. Aber jetzt sehen wir uns wieder bei 81. Und der großartige Starkiller weiß, was jetzt kommt, weil er kann das Word-Dokument sehen. Ihr nicht. Er hat sogar lesen gelernt, er hat sich nicht abgeschrieben. Und von daher, er freut sich tierisch auf das Jahr 81. Und das Lustige ist, er kennt die Heimspielversion davon. Sehr, sehr natürlich. Gut. Natürlich. So, sehen wir uns beim zweiten Teil wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.